Das HHVG ist jetzt ziemlich genau ein Jahr in Kraft. Sie haben als Abgeordneter für die Heilmittelerbringer die Reform maßgeblich vorangetrieben. Wenn Sie jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode hier im Reichstag sitzen, auf welchen Punkt aus Ihrem Gesetz sind Sie besonders stolz? Es gibt mehrere Punkte, auf die man stolz sein kann, denke ich mal, in dem HHVG. Es ist das erste Mal, dass in dieser Richtung überhaupt was passierte. Vorher wurde sich eigentlich nur nebenbei mit Heilmitteln und Hilfsmitteln beschäftigt. Aber erstmal möchte ich all den Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag auch wirklich parteiübergreifend danken, die daran mitgearbeitet haben, die das wichtige Gesetz vorangetrieben. Es war nicht einfach, für viele war es Neuland. Von der Seite Dankeschön nochmal hier in diesem Falle wirklich an die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag. Weiterhin ein Punkt, das war für mich sehr wichtig, ist die Entkopplung von der Grundlohnsumme gewesen. Wir hören überall, dass die geringe Entlohnung der wichtigste Faktor ist, warum die vielen Therapeutinnen und Therapeuten den Beruf verlassen. Als ungelernte Fachkräfte oder als ungelernte Kräfte in der Industrie verdienen sie teilweise 100% mehr. Und mit der Entkopplung von der Grundlohnsumme haben wir die Möglichkeit geschaffen, für die Verbände mehr Geld mit den Krankenkassen rauszuhandeln. Da finden noch erste Schritte statt. Und ich glaube, das ist erstmal der wichtigste Punkt gewesen. Okay, aber sind Sie mit der Entwicklung dieser Grundlohnsummenentkoppelung jetzt zufrieden oder es hörte sich jetzt eben so ein bisschen an, als wären Sie das kritisch sehen? Natürlich sehe ich das kritisch, weil ich hatte gehofft, dass mehr bei rauskommt, sage ich auch ganz offen. Denn wir haben jetzt in einer Staffelung von über 2 bis 3 Jahren eine 30-prozentige Erhöhung erreicht. Rechnet man das sich mal runter, einfach auf das Gehalt, wenn man die absoluten Zahlen mal sieht, dann sind das nachher irgendwie vielleicht bei 2.500 Euro monatlich, die ein Therapeut bekommt. Nochmal, ich nehme den Vergleich mit einem ungelernten Arbeiter in der Industrie oder ich sage einfach mal, was ich immer ganz gerne mache, ist der Kfz-Mechaniker, der Autos repariert. Wenn ich sehe, dass der teilweise 3.200, 3.500 Euro verdient, der eine repariert Autos, der andere repariert Menschen, beide eine dreijährige Fachausbildung mit anschließender Qualifizierung, da sage ich, ich hatte mir mehr erhofft. Ja. Jetzt haben Sie ja ein Positionspapier veröffentlicht, ich glaube fraktionsintern, in dem Sie Forderungen aufstellen, um dieses Problem zu lösen. Was genau fordern Sie? Also ich will das mal ganz kurz begründen, warum ich das gemacht habe. Denn die Begründung ist ganz klar, dass, also wie gesagt, ich und nicht nur ich, sondern auch viele, viele Therapeutinnen und Therapeuten der Basis von diesen 30%, die jetzt kommen sollen, eigentlich nicht spüren. Es kommen nach wie vor viele Fragen an mich heran. Herr Kühne, Sie haben jetzt seit 1,5 Jahren die HHVG am Start. Es ist nichts passiert. Im Grunde genommen ist die Belastung der Therapeuten nach wie vor hoch. Es wandern nach wie vor viele, viele Therapeutinnen ab. Und wir sehen ja auch, dass 30 bis 50% aller Therapeuten überlegen, in den nächsten 3 Jahren diesen Beruf zu verlassen, weil er einfach finanziell unattraktiv ist. Ich weiß von vielen, dass es inzwischen schwierig ist, bei irgendwelchen Kreditinstituten Kredite zu bekommen, weil man gar nicht weiß, ob man in 3 bis 5 Jahren den überhaupt noch bedienen kann. Über die Selbstständigkeit dieses Berufs will ich jetzt gar nicht weiter reden. Von der Seite ist dieses Sofortprogramm, was ich jetzt vorschlage, eigentlich nur eine Reaktion auf das in meinen Augen doch sehr mangelhafte Ergebnis, was dabei rausgekommen ist. Und was ich vorschlage, ist die Angleichung bzw. die Annäherung an die stationären Gehälter, die es im Therapiebereich gibt. Gucken wir uns die Gehälter an, die Therapeuten zum Beispiel in Krankenhäusern verdienen, dann ist das fast das Doppelte. Also wir reden über 100% mehr. Und wenn wir auch also darüber über Gehälter reden in den Krankenhäusern und wir wissen auch, dort ist Therapeutenmangel. Da wissen wir ganz genau, was in den nächsten Jahren passiert. Die Therapeuten aus der ambulanten Versorgung werden in die Krankenhäuser strömen. Erst recht, wenn wir über Personaluntergrenzen reden in Krankenhäusern. Und damit wird die komplette Versorgung, sprich das Patientenwohl, was mir als Politiker natürlich am Herzen liegt, gefährdet. Und wir sehen es jetzt schon in ganz bestimmten ländlichen Gegenden. Bekommen Sie keine Therapeuten mehr? Das ist der eine Fall. Und dadurch werden auch ganz bestimmte Patienten nicht mehr versorgt. Beispiel Lymphdrainage in der ländlichen Gegend nach einer Mammaablage, also einer Brustamputation, da rufen Sie gerne mal bei den Praxen an, die sagen, tut mir leid, können wir nicht mehr kommen. Es lohnt sich für die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr, dort rauszufahren. Okay, also das Papier fordert jetzt also, dass die Gehälter angeglichen werden? Genau. Jens Spahn hat ja auch im Bereich der Pflege hier als Beispiel genannt, dass wir genau diese Abwandlungsprozesse, die wir bereits ja dort auch in der Pflege haben. Und ich sage einfach nur, Herr Minister, das, was Sie in der Pflege als genau richtig erkannt haben, passiert bei den Therapeuten auch. Es ist nur nicht vielleicht momentan so laut, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Die Kolleginnen und Kollegen wandern ab, gehen in die Krankenhäuser und wir haben die Gefährdung. Und ich möchte einfach nur, dass das, was wir in der Pflege machen, die Angleichung, die Annäherung an die Tarifstrukturen in den Krankenhäusern, auch in den ambulanten Einrichtungen durchsetzen. Das hieß dann für die Krankenkassen natürlich, dass sie hier investieren müssen. Aber ich glaube, dass diese Investitionen, die dort getroffen werden müssen, gute Investitionen sind, nämlich in das Patientenwohl. Wie ist die Reaktion auf das Papier? Was sagen die Ministerien, was sagen die Fraktionskollegen, was sagen die Krankenkassen vielleicht?
Also ich bin erstmal unserem jungen Minister auch sehr dankbar, dass er sich dem Thema annimmt. Ich hatte inzwischen 2, 3 Gespräche mit ihm, in denen er wirklich sehr neugierig, er wollte die Zahlen haben, er ist ein faktenorientierter Mensch und ich denke, dass er anhand der Fakten auch die richtigen Schlussfolgerungen zieht, nämlich hier zu sagen, jawohl, wir müssen investieren, denn sonst haben wir das Problem, was wir heute bei den Pflegekräften haben, morgen bei den Therapeutinnen und Therapeuten. Ich hoffe, dass Politik da einfach mal über den Tellerrand hinausschaut und die nächsten 2, 3 Jahre im Fokus hat, Klammer auf, was ja sonst manchmal auch in der Politik nicht immer so selbstverständlich ist. Und die Krankenkassen sagen natürlich auch, ja, gucken wir uns die absoluten Zahlen an, ist das für die nicht jetzt wirklich ein Einbruch in ihre Zahlen? Da geben die im Krankenhausbereich, sind wir mit 42%, bei den Ärzten mit 21%, das sind 3% bzw. 3,2% bei den Therapeutinnen und Therapeuten. Das ist für die kein Weltuntergang. Der zweite große Punkt auf der Agenda des HVG war die Einführung von bundesweiten Modellversuchen zu Blankoverordnungen. Gibt es da aktuelle Projekte? Es gibt 2 kleine Projekte, die momentan laufen, die aber doch einzeln sind. Momentan gibt es keine größeren Projekte, was ich natürlich bedauere. Ich hatte dort mehr Intentionen vorausgesetzt. Einige GKV-Juristen haben sich vor kurzem in einem Symposium in Hamburg darüber unterhalten, dass Blankoverordnungen rechtlich gar nicht umsetzbar seien und bemängeln rechtliche Unzulänglichkeiten. Haben Sie da als Gesetzgeber Ihre Hausaufgaben nicht richtig gemacht? Das würde ich so nicht sagen, denn wir haben natürlich im Vorfeld auch mit vielen, vielen darüber gesprochen, unter anderem dem GKV. Und natürlich hätten die Kolleginnen und Kollegen dort im Vorfeld sagen müssen, die und die Hürde habt ihr nicht beachtet. Also nein, würde ich nicht sagen, denn es ist, glaube ich, zum Schluss auch ein Wille, etwas durchziehen zu wollen. Und wenn man es nicht will, dann findet man immer eine Begründung, warum es nicht funktioniert. Das heißt, was hatten Sie erwartet, was die einzelnen Beteiligten da machen? Eigentlich hatten sich ja im Vorfeld alle dazu geäußert, dass es eine gute Idee ist. Im Nachhinein habe ich festgestellt, dass die Intention aller Beteiligten sehr zögerlich kam. Und Sie sehen es, dass bis heute teilweise gar keine großflächigen Versuche laufen. Also ich hatte mehr Bereitschaft bei den Krankenkassen erwartet, auf die Therapieverbände zuzugehen. Ich hatte auch mehr Bereitschaft bei den Ärzten, für denen das ja auch hilft, die Entschlackung des Wartezimmers mehr erwartet. Aber es gab ja KV, die sich auch öffentlich dagegen ausgesprochen haben, gegen diese Modellversuche. Und natürlich, vielleicht waren die Therapieverbände an der einen oder anderen Stelle überlastet, gleichzeitig die Gehaltsverhandlungen zu führen und gleichzeitig die Modellversuche zu kreieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte als junger Politiker gedacht, wenn das alle wollen, muss es doch funktionieren. Hat scheinbar nicht funktioniert. Okay, aber trotzdem, wenn es Leute gibt, die Blankoverordnung umsetzen wollen, würden Sie sagen, macht das? Wir haben Intentionen und diese begrüße ich auch. Die würde ich auch ganz gern wirklich positiv begleiten. Wir brauchen diese Ergebnisse. Ich sehe nur Probleme bei der zeitlichen Umsetzung. Wir haben uns einen Zeitraum gesetzt als Bundesregierung für auswertbare Ergebnisse. Da sehe ich so meine Schwierigkeiten. Okay, was ist jetzt der nächste Schritt nach der Blankoverordnung oder nach der nicht stattgefundenen Blankoverordnung? Also wir diskutieren natürlich momentan, warum das nicht passiert ist. Und jetzt müssen wir gucken, welche Hemmfaktoren gab es. Ich habe mit Krankenkassen darüber gesprochen, die auch gesagt haben, ja, sehr kompliziert, nicht klar geregelt. Für mich der einfachste Faktor, ich nehme die Probleme heraus, die dort scheinbar zu Kommunikationsproblemen geführt haben. Also ich würde jetzt einfach sagen, der nächste Schritt, der europaweit auch funktioniert, ist der Direktzugang. Da haben wir einen Stellfaktor weniger. Wir haben nur noch die Verbindung zwischen Heilmittelerbringer, Verbänden und dann den Krankenkassen. Man muss gucken, wie man das wirtschaftlich macht, wo im Grunde dann auch die ganzen Versicherungsaspekte liegen. Und wenn ich die beide jetzt zusammenbringe, kann das, glaube ich, im Interesse auch der Patientinnen und Patienten sein. Europaweit funktioniert es bereits. Die Ärzte haben in Nordrhein-Westfalen kürzlich als Reaktion auf ein Statement von Laumann gesagt, wir wollen das Verordnungsmonopol bitte für die Ärzte weiter beibehalten. Was sagen Sie dazu? Die Kollegen Ärzte können nicht auf der einen Seite schreien, dass alles zu viel und ständig überlastet sind. Wenn man ihnen aber Möglichkeiten der Entlastung anbietet, nämlich den Direktzugang, dann können sie von mir nicht Verständnis erwarten, wenn wir ihnen konstruktive Vorschläge machen, dass diese dann auf einmal abgelehnt werden. Welche Lösung wollen sie denn? Das ist für mich dann auch nicht ganz klar. Und ich bin auch dem Minister Herrn Laumann sehr dankbar, dass er das Thema auch mit nach vorne bringt. Ich glaube einfach, dass wir die Kollegen Ärzte davon überzeugen müssen, dass diese Maßnahme Entlastung auch ihrer ärztlichen Tätigkeit ist. Es wird das Wartezimmer, ich hatte es bereits gesagt, entschlagt. Und ich glaube, es trägt einfach zur Patientenbefriedigung bei, denn viele Maßnahmen können Therapeuten inzwischen beurteilen. Wir sehen es europaweit. Wir sehen es weltweit und wir erfinden ja hier in Deutschland das Fahrrad nicht neu. Ich habe nur das Gefühl, hier wird künstlich etwas verhindert, um halt eine Monopolstellung weiter zu festigen. Sind denn die Therapeuten fit für Direct Access? Nein, das sind nicht alle.
sie bilden sich permanent fort. Das ist ja genau der Punkt. Viele, glaube ich, machen es schon. Und ich rede ja hier, berede hier nicht ein Thema, was für alle überraschend kommt. Denn draußen in der Praxis ist es so, dass bereits 17% aller Kunden in einem Gesundheitszentrum oder in einer Praxis ohne eine ärztliche Verordnung kommen, weil sie einfach keine Lust haben auf 6 Wochen Wartezeit, auf schnelle Diagnostik, wo keiner genau weiß, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht. Natürlich fordern wir sprechende Medizin zwischen den Kollegen Ärzten und den Patienten. Sie beklagen zu Recht, dass sie dazu keine Zeit haben. Wir bieten mit dem Direktzugang die Möglichkeit, hier das Problem zu entlasten. Wir müssen gucken, wer es jetzt kann. Europaweit sind es ungefähr nur 25% aller Therapeuten, die das bereits haben, die einen Direktzugang haben. Man muss sagen, wer es will, wer sich qualitativ dafür fit fühlt, soll es machen. Wir werden wahrscheinlich beide Systeme nebeneinander herfahren. Deshalb verstehe ich auf der einen oder anderen Seite überhaupt nicht die Aufregung der Ärzte. Es werden sowieso nicht alle Therapeuten machen. Okay. Und wie schnell wird das umgesetzt, diese Legislaturperiode? Ich bin ja nicht in die Politik zu gehen, um irgendwas auf die lange Bank zu schieben. Und wer mich aus der letzten Legislaturperiode kennt, der weiß, dass ich auch sicherlich an der einen oder anderen Stelle nervig bin. Aber ich habe halt ein Ziel vor den Augen. Und das Ziel ist natürlich die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit guten Therapieleistungen vor Ort. Aber muss man auch sagen, in Kombination mit den anderen Berufen, also mit einer Pflege, mit den Kollegen aus der Ärzteschaft. Also ich möchte, dass die Säulen besser miteinander kommunizieren. Und ja, es soll diese Legislatur umgesetzt werden. Ich bin dazu in den Gesprächen, unter anderem auch, wie gesagt, mit einem sehr neugierigen Minister, der sagt, okay, welche Chancen hat das für unser Gesundheitssystem? Ich finde es gut, dass er mal so denkt, also nicht nur aus der Sicht der einzelnen Anbieter, sondern sagt, was ist für den Patienten gut und das brauchen wir. Okay, viel Glück bei der Umsetzung. Vielen Dank. Dankeschön, Ihnen ein schönes Wochenende.